Die ÖVP hat ja alle Reformen verweigert, als unser Koalitionspartner. Und ich habe zum Schluss jetzt noch Anträge eingebracht, schon vor dem Sommer, einen Initiativantrag, der also ein fixfertiges Gesetzesvorlage und zu den einzelnen Themenbereichen auch Initiativanträge, die wurden dem Bautenausschuss auch zugewiesen und es war bis gestern leider nicht möglich, einen Bautenausschuss zustande zu bringen. Es gibt die Übereinkunft im Parlament, dass Ausschüsse dann stattfinden, wenn alle Fraktionen einverstanden sind. Und die ÖVP hat verweigert das Zustandekommen eines Ausschusses. Das heißt, diese Themen sind nicht einmal mehr diskutiert worden und deshalb auch für mich jetzt die Situation, dass ich Bilanz ziehe, wenn das alles nicht einmal diskutiert wird, wenn die Reform verweigert wird, was das für die Betroffenen, für die Mieterinnen und Mieter bedeutet. Sehr, sehr viele Sachverständige, die dadurch profitieren, weil hier Gutachten erstellt werden müssen, das zahlen wieder die Mieter. Also die Rechtsstreitigkeiten alleine bei Gericht sind gar nicht zu beziffern, wie viel das den Mieterinnen kostet. Allein in Wien, nur durch die Mietervereinigung, werden 2000 Anträge Mieteranträge überprüft und einige hundert gehen da zu Gericht von diesen Anträgen, die überprüft werden. Also Verfahrenskosten bewegen sich bei 3000 Euro aufwärts, kann man auch nicht beziffern, die Mieter zu tragen haben, wenn es zu Gericht geht. Und wir treten ja grundsätzlich für eine andere Art der Berechnung ein, für viele kleine oder andere Verschiebungen, aber es sind zwei große Bereiche drinnen, die wir nicht in den Betriebskosten haben möchten, die nach unserem Verständnis auch Vermögensteuer beziehungsweise eine kapitalbezogene Steuer sind, das ist die Grundsteuer, die hat der zu bezahlen, dem die Immobilie gehört, und die Versicherungskosten. Und die gehören an sich nicht in die Betriebskosten, weil die Betriebskosten sind ja, stellen den Erhalt des laufenden Betriebs dar, von Müll und Reinigungskosten und alles, was hier dazu gehört. Und wenn man beide Posten in die Hauptmietzinsabrechnung schiebt, das ist jener Teil, der eigentlich nicht zur Disposition steht, den der Hauseigentümer hat, wenn Reparaturen anfallen oder den er auch als Gewinn entnehmen kann, weil das wird nie überprüft, wie viel Geld da drinnen ist, nur bei einer Sanierung. Also wenn diese beiden Posten reinfallen, bei einer durchschnittlichen, also wären es bei privaten Wohnungen durchschnittlich 600 Euro im Jahr